Hallo und herzlich willkommen zu einem Angespielt von Passepartout 2. Ich habe den ersten Teil schon gelivestreamt und auch den zweiten Teil schon gestern gelivestreamt. Ich bin ein bisschen weiter aus der Start. Wir sind einfach rausgeschmissen worden und aus unserer Mietswohnung auf einer Insel, auf einer kleinen Insel, und sind jetzt auf einer größeren Insel gelandet. Und müssen ein bisschen Geld verdienen. Wir gehen mal hier hin. Hier gibt es diese Punks und auch der Großvater. Und ich sage, dieser Großvater, dieser wahrscheinlich Großvater, möchte gerne eine Bewertung haben schon mal für das erste Anspielen. Und ich denke, ich gebe dem Spiel eine 8 und eine 1. So, der Bewertung ist einfach, wie bin ich gestartet, habe ich irgendwie Probleme gehabt, ist das Spiel ein bisschen verbuggt, ist es cool, ist der Sound gut, ist die Spielfähigkeit gut, also kann man viele Dinge machen und so. Und ja, das gefällt mir nicht sehr. Und deshalb bekommt es eine 81 mit noch ein paar mehr Verzierungen. So. Jo, was ist denn gut an diesem Spiel? Fangen wir mit dem Guten an. Das ist ein bisschen größer. Sehr gut. So. Das verkaufen wir gleich. So. Dankeschön. Das ist ein bisschen doof. Das gibt ja 1 minus, also eine Note, 1% weniger. 37. Wir tun mal ablehnen. Also, wie geht das Spiel? Es ist ein Point-and-Click-Adventure. Es ist auch ein bisschen ein Kunstspiel. Und man muss sozusagen Geld verdienen als Künstler. Damit wir wieder eine Wohnung leisten können, damit wir ein bisschen Erfolg haben als Künstler. Und jo. Vielleicht sollte er sein Equipment verbessern. Ja, das ist ein bisschen ein Schnösel, denke ich mal. Der will natürlich so, ja, Anfänger und Kram nicht sehen. Er hat aber ein Bild schon gemocht. Ich weiß aber nicht genau was. Wir müssen ein bisschen den Stil ändern, um herauszufinden, wer mag welchen Stil und so. Und ja, jetzt ist, glaube ich, 6 Geld mehr. Ich habe es jetzt mal verkauft. Und jetzt schauen wir mal, ob wir noch etwas dazu haben können. Also das ist jetzt gerade nur ein Easter Egg sozusagen, also das ist super schlecht, keine Gefahr, nichts. Wieso? Ist doch Gefahr, ist doch Achtung Gefahr, Achtung Atom. Na gut, fragt sich, was die Leute so innerlich haben, also welchen Stil. Genau. Ein Erfolg, der Trick. Oh, du hast es komplett vermasselt, so geht das nicht. Jetzt bleibt mir dir nur noch übrig, die 300 selbst zu bezahlen. Später. Ich werde hier sein. Wir haben so Skins, so Dinge von ihm bekommen und haben es einfach abgegeben, weil ich nicht wusste, dass ich da noch irgendwas verändern muss, die sich dann bei Regen wieder auflösen, diese Tattoos für die Wände. Und das habe ich vermasselt, weil ich einfach das Spiel noch nicht gecheckt habe so schnell. Und deshalb, jo, müssten wir die zahlen, aber das geht ja relativ schnell. Also ich kann schnell zeichnen, also, ja. So, dann nehmen wir mal den Autogrammstift. Okay, aber ist noch ein bisschen zu teuer. Wachsmalstift für Kinder, brauchen wir noch nicht. Schwer zu meistern. Das ist also ein bisschen noch zu teuer, gut. Also was zeichnet das Spiel so aus? Es ist natürlich ein Spiel, was auch ein bisschen optisch Ding, also zum Beispiel kommt ein Vorhang, der aufgeht am Anfang, wenn man das Spiel ladet. Oder es gibt manchmal so Animationen und ja, es ist ein Point-and-Click-Adventure, es gibt Rätsel, es gibt Sachen versteckt. Ich habe zum Beispiel schon mal ein Easter Egg, also ein Ei, ein Osterei gefunden. Und jo, es gibt natürlich viele verschlungene Wege. So, Amelie.
La 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 du, wegbewegen. Ich bin der König der Stufen, nur Künstler dürfen vorbei. Künstler? Mein Opa sagt, dass er seinen wahren Künstler stets drei Werkzeuge mit sich trägt. Hast du drei? Nein, noch nicht. Okay, Doki, komm wieder, wenn du ein wahrer Künstlerin, also Künstler bist. Nicht sie. So, ich möchte gerne... Okay. Ich hätte das jetzt noch nicht mehr so auswählen über mehrere Segmente. Vielleicht hier hinten noch ein Easter Egg? Ich finde es schön, dass sie das am 4. April ist es erschienen, 2023 natürlich, für die, die später schauen. Und jo, es ist sehr entspannt. Man kann zeichnen lernen, man kann auch gut zeichnen später. Es gibt sehr viel zu machen und jo, es ist ein richtig entspannendes Spiel. Also wenn ihr mal jo, gerne mal ein entspanntes Spiel spielt, jo, es ist vor 2 Tagen jetzt rausgekommen. Ist schon das 6. Ja. Gut, vor 2 Tagen rausgekommen. Gestern mal noch unterwegs, habe am Abend aber das Spiel gekauft und gestreamt. Und jo, die 30 Euro ungefähr, also 22 habe ich bezahlt wegen ja, Frühbesteller oder ja, Nachbesteller, aber noch ein bisschen kurz nach dem Erscheinen, oder? Haben nochmals 20% Rabatt, denke ich mal, 15. Sie ist verschlossen, ja, die wird, das wird wahrscheinlich unser Ding sein. Also, jetzt müssen wir einfach Geld verdienen, jetzt gehen wir mal zum Koch und machen einen schönen Hamburger. Okay, das muss ich ja sein. So, ein Hamburger geht ungefähr so. Wir haben groß oder wir können kleiner machen. Ich glaube jetzt zuerst mal das Brot ein bisschen formen. Und jetzt kleiner machen, dann machen wir noch ein bisschen Salat. Dann machen wir noch ein bisschen Fleisch, das ist ungefähr so. Jo. Und noch ein bisschen Sesam. Dann ist unten meistens noch ein bisschen angebrannt. Und schön ist es natürlich dann auch Schattierungen und so einzubauen. Können wir noch zum Beispiel noch ein bisschen so machen. Und oben wieder ein bisschen brauner. Ein bisschen heller. So. Dann machen wir noch ein Schweizer Kreuz, weil ich aus der Schweiz bin. Ja, es ist ein bisschen schwer. Und das ist zum Beispiel. Jo. Meinen Hamburger aus Basel, aus Rheinach, ungefähr 5 Kilometer südlich von Basel. Dann machen wir noch. Wir machen so, wir machen ein bisschen Kapern oder so rein. Schweizer Schmidt Raclette Käse, also ein bisschen hier. So, wo noch runterfließt. Und da unten das Brot noch ein bisschen detaillierter. So. Gut, das ist mein Hamburger. Schweizer So. Wie viel bekommen wir für ein ja, Lebensmittelbild vom Koch? 36. Ich muss ein bisschen traden. Ja, es sollte nicht weggehen, es geht immer so schnell weg. Ich denke, es kommen noch ein paar Patches, die ein bisschen das Spiel einfacher machen. Also, ja, lecker. Ah, lebhaft, okay. Schrift ist ein bisschen schwer zu lesen. Weiß, ein bisschen nur grau ist auf weiß. Er gibt uns 1 Euro weniger. Ja, das Spiel ist wahrscheinlich aus Frankreich. Nochmals.
Und ja, Passepartout heißt wahrscheinlich irgendwas mit, ja, mit Malen. Herumpassieren. Weiß es nicht. Und ja, es spät irgendwo an der Westküste von Frankreich. Wenn du so kochst, wie du machst, dann bist du sofort angehört. Oh, okay. Ja, einfach als Prinzip. Jetzt machen wir mal ein leichteres Bild. Skizze. Ich weiß nicht, ob die Skizze auch gut zu verkaufen ist. Ich werde es noch ein bisschen editieren, zum Beispiel läuft er hier so ein bisschen. Ja, mit dem Wasser. Und es regnet. Ich tue immer wie besser malen. Ich habe am Anfang manchmal nicht so viel Lust, mit großen Pinseln und so, mit schlechten Farben zu malen. Nicht wundern. Schlagloch noch. Und noch ein Gully. Dann machen wir doch noch ein paar Zähne. Ja, das geht auch nicht so gut. Nur da blaue Zähne. Und schönere Augen. Schönere Augen, Glieder, nein, Glieder sind ja die unten. Augenbrauen und die Haare müssen ein bisschen mehr in sein, so ein bisschen punkig, grün, so ein Olivgrün oder Türkisgrün eher. So, dann hat er noch ein paar Muckis. Ja, ich habe diese Farbe nicht. So ein bisschen Oberschenkel. So. Dann auch wieder. Ja, wie machen wir ein Schweizerkreuz? Nein, ich mache jetzt kein Schweizerkreuz. Machen wir noch blaue Hosenträger. So, mache ich den. Und dann ist es fertig. Und die Skizze heißt Weiter Skizze. So, die Weiter Skizze. Gut, wunderbar. Nadel. Oh, da kommt auch. Gut. Hallo. Wenn ich so etwas Schlechtes kochen würde, dann hat keiner Job mehr. Habe ich keinen Job mehr. Okay. Er kommt bei ihm jetzt nicht so gut an. Aber ich habe schöner gezeichnet als der andere, die von der Skizze. So, jetzt kommt er. Das ist so ganz meine Schiene. Okay. Jetzt weiß ich, dass es kleinere Ding gibt. Muster ist für ihn ungefähr. Also je nachdem, was man so zeichnet, was für ein Zeichenstil und so hat es für verschiedene Leute dann mehr. Jo, das Ding, oder? So, also dann machen wir doch mal einen Delfin hier hin. Der lächelt. Und machen hier noch ein bisschen Dingringsum. So. Das sind einfach Sachen, die man im Müll findet oder einfach neben dem Weg oder so. Machen wir noch einen Traktor hier hin. So. Und ein kleines Schiff hier natürlich. Also ein
Segelschiffchen, damit es wirklich erkennbar ist. So, und das wird ein Meisterwerk. Delphinia. Phoenix. Ist das ein EQ? Ist das richtig oder? Das ist genau falsch. Alt. Alt E. Alt E. Ist eben das falsch herum? Stück. Ich weiß nicht, wie man das macht. Dann mache ich es einfach falsch herum. P. Nix. Okay. Jo, also dann stellen wir doch das wieder aus. Und das Warnschild, das kann ich wahrscheinlich gar nicht gewinnbringend. Oder? Ich muss einfach erfolgreicher sein. Oh, der Alte kommt. Ich würde lieber sanftes Kunstwerk sehen, aber andere können es vielleicht mögen. No. Okay, nicht. So, der nächste bitte. Ich finde diese Form von ihm so süß. Sieht aus ein bisschen wie Shrek oder Hulk. Einfach ganz süß. So fertig wie meine unfertigen Bücher. Hey, ich habe das fertig gemalt. Das ist wunderbar. Hey, das war sehr detailliert überall. Bitte, bitte. Jemand muss dieses Bild achten. Da du es nicht besser als lesen. Nein, ich lasse dich nicht helfen. Tschüss, wenn ihr mal will. Ich gehe mal an den Hafen, da war ich ja noch nicht. So, jo. Natürlich, ein bisschen Gameplay zeigen noch, aber jo, es ist noch nicht so viel möglich. Ich denke, bei ihm ist es ungefähr relativ gleich. Beim Punk könnte ich dann mal noch vielleicht es versuchen. Sorry, dass ich das nicht hier andersherum hinstellen kann. Aber komm, bitte, beiß an. Lieber, hi. Hi, Fisch. Der will nicht. Vielleicht muss es sehen. Ja. Komm, geh. Die Schafe haben angerufen, die wollen ihre Kunst zurück. Frechheit. Ja, es ist gar nicht mal so leicht. Also ich habe jetzt einfach diese neuen Staffeleien, diese neue Bäder nicht. Die muss ich mir noch leisten können. Jo. Es ist immer ein Spiel, wo man noch ein bisschen nachdenken muss. Und ich fand es von den ersten Teilen schon so sehr gut. Ja, es fehlt dann noch ein bisschen. Ich muss die Bewertung wahrscheinlich dann nach oben schrauben. Oder vielleicht auch nach unten, weiß es nicht. Aber so fürs Angespielt, für die erste Anschauung, ist es wirklich ein wunderbares Spiel, es gefällt mir sehr. Schade, kann ich jetzt keine Animationen mehr zeigen, weil es halt einfach jetzt gerade so in der Story ist, dass ich ein bisschen Geld verdienen muss. Jo, und dann mache ich gerne nochmals ein Video, wenn ihr es wünscht. Ich würde einem müden Unternehmen gerne unter die Arme greifen. Okay, aber 9 Euro ist natürlich wenig. Es ist halt einfach etwas, was schon da war und das merkt das Bild. So, muss ich jetzt... Ich will mal das Gemälde hier wegwerfen, das kann ich ja sowieso nicht verhöken. So, ich möchte gerne das kaufen. Also natürlich hier hin. Ich möchte gerne mal große Leinwand. Und eine runde. Und dann noch ein Herzchen für das Mädchen. So, ich muss noch mehr. Ja, mache ich die noch 3 Stück. So, bis gleich. Und dann hole ich mir noch einen Pinsel.
Und der war ein bisschen teuer, der war, glaube ich, fast 100 oder eher so 89 oder ich weiß nicht mehr so genau. So, und er wollte dann auch noch irgendwas. Können wir noch kurz reden, bitte? Feng Shui? Okay, schlechtes Feng Shui im Western. Einer natürlichen Stimmung. Okay, mache ich. Fantastisch. Also Shui haben wir schon und Feng. Soll ich irgendwie so natürliche Möbel zeichnen? Sagen wir eben so einen Kasten, der ein bisschen aussieht wie ein Baumstumpf, der Schubladen hat, die auch ein bisschen krumm und rund sind, vielleicht so ein bisschen bücherregalmäßig und oder so Dinge hat, dann eine Couch, die aus Blätter ist. Ja. Sehr schön, eine Lampe natürlich noch. So, die ein bisschen rot gestrichen ist so. Und noch ein Fernseher. Da irgendwie etwas geschrieben ist. Vielleicht noch mehr Blätter und so. Das ist jetzt natürlich nur schlichte Kunst, aber wir wollen ja auch ein bisschen vorwärts kommen. Und sonst dürft ihr mir gerne ein bisschen Tipps geben. Im ersten Teil war es so, dass man halt immer wieder mehrere Bilder verhöcken musste, bis wirklich etwas Gutes rauskam. Ja, das ist schlecht, das ist Feng und Shui. Bitte, bitte. Dieses Gemälde ist reich an Geschmack 76. Das war das beste, der knapp beste Bild, das ich gemacht habe. Und das heißt, die Quest ist jetzt gelöst. Feng Shui, hast du was für mich? Oh nein, ich muss hier abgehen. Nein, noch nicht genug. Feng Shui, komm zurück, wenn du dabei bist. Ich dachte, das muss ich ihm so geben. Okay, machen wir noch ein kleines. Und zwar das komische Geschriebene, das zusammenhörend ist. Da hat jemand künstlerische Ding, Unterschriften gegeben. Sollte eigentlich gehen. Jo. Das ist die gleiche Farbe. Ein bisschen. So, jetzt. Unterschriften. Unterschriften. Man kann leider nicht so lange Titel geben. Nein, nicht, nicht da. Hallo. Ich gebe dir meine Unterschriften von den Zuschauern und von den Testern. Voilà, die perfekte Menge Feng zu meinem Shui. Okay, ist ein bisschen pervers. Großartige Arbeit, ich kann schon die Gäste hier hinlaufen hören. Ich habe dir hier 100 Euro mit deinem Namen drauf. Und ich habe auch eine Suppe à la Oignon, also eine Zwiebelsuppe, mit dicker Brühe auf dem Herd stehen. Ich muss los. Kann ich jetzt rein? Sehr gut gemacht. Also da muss man auch ein bisschen knowledgen, ein bisschen denken. Kochkünste, der es ja schafft, was sie einfach Leuten essen nennen. Ich nenne es kulinarische Kochkunst. Bald schon werden es die Leute verstehen und komplett eingenommen werden von meinen Geschmacksfunktionen. Erfolgreich. Bald, sehr bald.
wird dieser Laden bekannt und vom Museum der Meister geschätzt werden. Vertrauen zu gewinnen braucht nur Zeit. Ich habe ja erst seit 3 Jahren geöffnet. Mein erster Kunde wird jeden Moment auftauchen. Leon, hör auf. Mein Editor ruft an. Kochkunst. Okay, das ist ein bisschen länger. Schnecken, okay. Komm wieder, wenn du hungrig bist. Restaurant. Bis bald. Jo, jetzt holen wir noch einen Pinsel. Und dann kann ich ja mit Leon reden. Der die ganze Zeit süchtig nach irgendwas ist. Ich will so ein Ding haben. Schwamm. Um Wände anzumalen, okay. Pastell möchte ich eigentlich machen. Also mit Pastell hatte ich im ersten Teil gut Erfolg. Das mochte ich nicht im ersten Teil, diese Streupinsel. Ich bin ja eher so Skizzen als ein Stift, aber den Stift habe ich doch schon. Einen flachen Pinsel. So, Pastell, ein Upgrade. Dieser Kauf hat dich ein klitzekleines bisschen bekannt im Städtchen gemacht. Wunderbar. Dann einfach noch kurz ausprobieren. Jo. Und der Test, den ihr seht, mir macht Spaß und hoffentlich euch auch. Könnt ihr bei Steam kaufen. Ich weiß nicht, ob es irgendwo anders auch noch ist. Aber genau. Jo. Ist wunderbar, das Spiel. Nicht die Erwartungen ganz hochsetzen. Und scheinbar ist das Spiel recht gut ausgebaut. Ja, jetzt machen wir noch einen schönen Baum. Weil ich finde, irgendwie so Pastell ist immer so ein bisschen schön zum Bäume machen, wegen den Blättern, die ein bisschen, ja, mehr Details brauchen und so. Genau. Gut, dann jo, bedanke ich mich fürs erste Preview anschauen. Eben das erste angespielt. Das Spiel spiele ich jetzt in nächster Zeit sehr lange. Und jo, freue mich natürlich drüber, dann auch das Spiel dann fertig zu spielen und ja, euch einfach Spaß zu geben. Ja, auf YouTube oder eben jeden Tag auf Twitch Livestream. Gell? Einfach auch wünschen oder auch ja, irgendwie mitmachen, einfach, also Kommentare schreiben. Da wäre ich dankbar. Das Gemälde ist so perfektioniert wie meine Snails and Chips. Okay, 79. Ich zeichne irgendwie gut. Also, ich habe das alte Spiel, also der erste Teil, schon lange nicht mehr gespielt. Aber ja, der E-Mail irgendwie. Können wir das mal kurz schauen? Steam. Der Ball ins Rollen bringen. Verkaufe 10 Gemälde. Sehr gut. Jo, da habe ich schon 7 von 24. Sind ein bisschen leichter. Gut, dann Dankeschön. Bis zum nächsten Video oder Livestream. Wenn ihr Lust habt. Tschüss. Schönen Tag. Tschüss.